Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914 hier aus den Südstaaten. Wir marschieren momentan ja kräftig in Britisch-Kanada vor. Hier drüben der Kanadier, der kommt hier nicht so in eine Pötte, was mich ähm, ja, nicht ganz so begeistert. <laughs> also, wenn wir uns da selber drum gekümmert hätten, wäre hier oben der Staat mittlerweile weg. Er ja, bombardiert jetzt hier seit drei Tagen Marathon und ja, irgendwann ist auch gut. Er könnte auch mal einmarschieren. Ne? Ich will ja auch irgendwann mal fertig werden hier mit dem Krieg. Und von daher hm. nervt es ein wenig. Ich werde jetzt mal gucken, vielleicht kommt eine Pötte, wenn ich ihm unten ein bisschen helfe. Also, wir werden jetzt noch Minneapolis uns einverleiben, weil, wie gesagt, wenn er hier nicht marschiert, dann marschieren wir halt. Ne? Unser Schiffchen ist auf dem Weg hier hoch, um da noch ein bisschen Stress zu verbreiten, sofern da noch was vorhanden ist. Und dann sind wir ja auch schon mit Truppen dabei, hier noch weiter vorzurücken. Hier unten kommen auch entsprechend nochmal Truppen nach. Hier drüben warten wir nur drauf, dass da nicht mehr so in Richtung Revolte geht, etc. In Port menier Dann haben wir die Truppen auch wieder mit frei, können die dann auch mit nachrücken lassen, um den restlichen Teil Britisch-Kanadas zu erobern. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier oben irgendwie übersetzen können und hier oben das Stückchen da noch erobern. Dann nehmen wir vielleicht auch noch das Stückchen in äh, Grönland mit. Dann ist der Spieler nämlich auch endgültig verschwunden. Bisher sind es 40 Mann, die die Karte verlassen haben und es stehen schon wieder neue Kandidaten in den Startlöchern, die als nächstes gehen werden. Dann haben wir hier unten auch noch viel, viel Spaß. Also, Mexiko ist ja hier unten dabei, richtig aufzuräumen. Ne? Ist hier mit seinem Schiff jetzt wieder vorgerückt und bombardiert hier unten eine bolivische Truppe, die da so rumseiert. Da ist auch schon ein ganzes Stückchen von weg. Das waren vor einer Weile noch 30 Mann, wenn ich mich nicht irre. Jetzt sind es noch 18. Und danach kommt er auch schon in Schussweite hier oben auf diesen großen Haufen. Also, ich möchte nicht wissen, was er dann da noch wegräumt. Das ist alles nur mit einem Schiff und. Er hat fast nichts verloren, ne? das darf man nicht vergessen. Also, der hat da richtig weggerotzt. Und ich habe das dumpfe Gefühl, er wird da Südamerika noch richtig dolle beschäftigen und richtig dolle nerven. Man sieht es ja auch hier so ein bisschen im Spionagebericht. Ne? Also, ja, die sammeln sich hier zwar alle, aber auch in Teilen groß verbreitet. In Kingston ist zum Beispiel nur einer. Dann hier unten ist ein größerer Trupp mit 65. Aber bei dem, was halt Mexiko wegräumt, nützt das fast beinahe gar nichts. So, was haben wir hier drüben noch? Wir sehen, Deutsch-Tansania ist weg, ist halt auch endgültig verschwunden, ist komplett erobert worden. Dann haben wir hier oben in Europa ja auch noch Krieg. Ne? Griechenland ist gerade dabei, in Schweden einzumarschieren. Wäre dann halt auch noch einer, der demnächst gehen wird. Und hier oben die russischen Teile, beziehungsweise äh, das, was ja eigentlich so im Rahmen der Ukraine, beziehungsweise Weißrussland, liegt hier oben dieses Land, da spielt hier oben auch noch ein bisschen mit rum. Hier hinten dieser russische Teil, der marschiert ja auch noch durch die Welt. Also da ist momentan auch einiges an. Bewegung und an Vernichtung. Dann haben wir hier in Asien immer noch die einen oder andere Kriegsschauplätze, wo ganz schön aufgeräumt wird. Am interessantesten ist hier unten momentan ja niederländisch äh, Indonesien. Er ist ja gelandet auf dem kleinen Fleckchen Neuseeland und wie wir sehen hat Neuseeland nur noch Drei seiner ursprünglichen acht Provinzen mal, wenn man jetzt noch die ganzen Kolonien, die er mit erobert hat, zusammen mit Australien, mit einbezieht, ist hier natürlich Niederländisch-Neuguinea extrem am Vormarsch. Also da dürfte sich dann Neuseeland demnächst mal verabschieden. Oh, da bin ich mal gespannt, wo der sich weiterentwickelt, wo der hingeht. Ne? Gucken wir mal kurz in der Zeitung, ob wir da was raus, kriege. So, Mexiko, Bolivien. Ne? Mexiko. Äh. kommen hier einfach prompt neue Nachrichten rein, ist aber eine Frechheit hier. So, Mora ist gefallen. Schweden 144, Griechenland 14. Dann haben wir hier unten britisch Neuseeland gegen niederländisch Indonesien 229 zu 49. Hier Bolivien und Mexiko. Ne? Bolivien hat 39 bisher verloren, Mexiko hat 1000 verloren. Also auch ganz schön, ganz schön heftig. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen was. Niederländisch-Indonesien gegen die Republik Australien, 142 zu 278. Dann haben wir hier Russisches Reich und Russisch-Sibirien sind im Krieg, 55 zu 23. Ein paar Ausbauten zwischendrin. Dann wurde ein Krieg erklärt. Das sieht schwer irgendwo nach Serbien, äh, nach Serbien, nach ähm, links aus Persien. Dann haben wir hier Tasmanien, Niederländisch-Indonesien, 16 zu 0. Schottland gegen Irland, da hat Irland bisher 2000 verloren. Dann haben wir Deutsch-Tansania gegen die Südafrikanische Union. Da ist ja Deutsch-Tansania nun auch weg. So, dann geht es hier weiter. Britisch-Ägypten gegen Deutsch-Tansania, sieht man hier auch. Ne? Britisch-Ägypten 9 und dann Deutsch-Tansania 118. Da ist auch ganz schön was zugange. Portugiesisch Angola gegen Deutsch Tansania 16 zu 15. Dann haben wir hier unten Russisch Kasachstan gegen Persien. Da hat Persien 7000 verloren. Dann sind wieder ein paar Ausbauten. Dann haben wir Weißrussische Republik 8000 und Schweden mit 9000. Dann haben wir Arabien, Deutsch Tansania. Dann haben wir hier noch russisch Jakutien gegen die Union in Da geht es also auch noch kräftig zur Sache. Dann haben wir hier Niederländisch-Neuguinea gegen Niederländisch-Indonesien. Also der kämpft da unten scheinbar mit jedem. Also der ist da jo, mit jedem im Krieg irgendwie, aber ist okay. So, dann haben wir hier unseren Krieg. Ne? Wir haben 25 und Britisch-Kanada 131 verloren. Dann sind wir hier oben noch im Krieg, 4000 zu 9000. Dann haben wir Königreich Hetschers gegen Deutsch-Tansania. Also gegen Tansania hat sich auch scheinbar jeder verbündet. Dann haben wir hier noch wieder Kriege in Russland Richtung Persien. Dann haben wir Chinesisch Reich gegen Persien. Also Persien ist da jetzt scheinbar auch ein bisschen fällig. Ich weiß gar nicht, ob er da alle angefangen hat. Dann haben wir hier noch Mexiko, Venezuela, ne, 132 zu 3. Ja, da ist dann schon die Produktion unseres Schlachtschiffes und dann ist das Ganze auch schon durch. Ja, das war im Prinzip das, was los ist. Ne. Also hier wird überall noch eifrigst Krieg geführt. Und die Verteilung mancher Länder und die Bündnisse, die teilweise zu sehen sind, ne, gerade hier oben, im Bereich Griechenland, Italien, Österreich. Ja, da ist auch viel zu Gange. Griechenland zieht sich da sehr weit durch die Welt. Ja, und dann hier hinten. Da ne, sieht man ja auch ein riesengroßes Reich geschaffen. Hier unten ist auch ein großes Reich entstanden. Das ist Persien da. Da ist Persien. Da, wer bist du? Du bist dann irgendwo. Müsste es Britisch Indien sein. Also geht halt auch überall heftig zur Sache, geht hier noch richtig dolle rund. Oh, und dann gucken wir mal, wie es in ein paar Stunden aussieht und machen einen kleinen Cut. So, ein paar Stündchen sind vergangen und wir sind hier wieder in den Südstaaten. Die Karte läuft hier momentan ein bisschen komisch. Ich habe hier auch, ne, man sieht es hier unten mal wieder, äh, dezente Server-Problemchen. Ich kriege hier teilweise die Einheiten nicht wirklich so von A nach B gezogen, wie ich das gerne hätte. Und manche Kämpfe verlaufen hier auch sehr merkwürdig. Also, wenn ich mir das hier angucke, das war ein kleiner Trupp von. Zwei Mann. Ich hatte hier oben sieben Leute drin und von mir existiert interessanterweise keiner mehr. Ne? Und die wehren sich auch nicht wirklich. Ne, Bob, die stehen da einfach rum. Ich kann die auch anklicken, wie ich das gerne möchte. Das, das, da passiert dann nicht sonderlich viel. Also, das ist schon wieder. Ja, naja, läuft halt nicht so. Entsprechend haben wir unten auch Portsmouth verloren. Ähm, ich denke mal, das werden wir uns morgen wiederholen. Sollte da dann auch nicht das Problem sein. Aber mich nervt es halt so ein bisschen, ne, dass hier so ein, so ein kleiner Trupp hier angeeiert kommt und ich kriege meine Einheiten einfach nicht von A nach B gezogen. Das hat hier schon oh, bald eine Stunde gedauert, ich die Artillerie überhaupt in Bewegung gesetzt bekommen habe. Ne. Das ist natürlich viel Wandertag, der da in der Zwischenzeit... Vergeht, wo der Feind entsprechend näher rücken kann und so. Also, ich habe heute echt mehr Sorgen hier, die Karten halbwegs aufzuhalten und halbwegs das machen zu können, als alles andere. Gut, das ist hier bei uns. Schauen wir noch so ein bisschen auf den Rest der Welt. Also, Mexiko ist damit beschäftigt, hier unten noch Krieg zu führen. Ne? Der bewegt sich jetzt hier unten nach Quido, um dort den großen Trupp da zu bombardieren. Dann haben wir in Afrika ja auch noch ein bisschen Bewegung. Ne? Wir hatten ja schon gesehen gehabt, Tansania ist ausgerottet. Dann geht es hier oben weiter. Griechenland gegen Schweden. Also Schweden hat da auch nicht mehr wirklich was. Dann sind wir hier drüben noch beschäftigt. Ne, naja, wir nicht, aber äh, zumindest ist hier Indisch-Neuguinea noch mächtig am Durchmarschieren. Hat jetzt hier oben die eine Provinz von Australien auch noch mitgenommen hier, was da hingehört hat. Ja, und ist dabei, hier noch weitere Wege zu nehmen, um dann noch mehr Provinzen zu bekommen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das hier oben in Asien noch so weitergeht. Wie gesagt, ich kann hier momentan nicht viel machen, von daher ja, ist das hier ein bisschen sparsam. Wie gesagt, ich kriege hier drüben meine Einheiten ja auch nicht bewegt. Die steht da einfach doof rum, ich kann die auch nicht anklicken. Sieht man ja mal wieder. Ich habe auch nur eine Karte offen, also daran liegt es nicht und diese Probleme habe ich ja sonst auch nicht. Also von daher finde ich das heute ein bisschen anstrengend. Aber okay. Drehen wir mal das Glücksrad in der Hoffnung, dass das funktioniert. Nein. Kann man auch schon wieder. Oh, wir brauchen halt. So, bekommen da ein paar Lottoscheinchen. Oder auch nicht. Na gut, das will dann nicht. Dann lassen wir es bleiben. Äh, gut, weg damit. Würde ich sagen, schauen wir mal, was morgen los ist. Vielleicht funktioniert das dann alles wieder ein bisschen besser. Von daher sage ich bis dahin. Tschüss und bye bye.